Boah, ich glaube, das ist einfach so ein Wettkampfteil vor dem Ding, dass man am Ende auf die verblockten Drills oft am meisten Spaß hat. Jetzt. Sorry. Was soll das? Die hat so einen Schuss um die Kamera. Aber mich nicht, oder? Ich glaube, das Gefühl kennt jeder Radlfahrer, wenn man so einen richtig geilen Trail gefahren ist und dann einfach ziemlich müde, aber total zufrieden beim Abendessen sitzt. Und genau solche Trails wollte man finden bei unserem Trip. Also im Idealfall startet irgendwo auf dem Gipfel mit einer schönen Aussicht. Und dass es dann so ein bisschen technisch und alpin ein bisschen kniffelig losgeht. Und je weiter man runterkommt und wenn man dann in den Wald reinkommt, dass es einfach schön flowig bis ins Tal runtergeht. Wir wollten einfach so den coolsten Trail in die Alpen finden. Also zumindest für unseren Fahrstil. Der Michi. Ja, der Michi ist vermutlich der beste Travel Buddy, den man sich so wünschen kann. So bestimmt so ein Bauchplatz, ja. Die Eigenschaft an Michi, die ich am meisten schätze. Also wenn ich mir jetzt auf eine Eigenschaft festlegen muss, dann ist es wahrscheinlich die, dass ich ihm oft auf die Nerven gehe, dass er aber so gut erzogen ist und so nett ist, dass er sich das nie anmerken lässt. Aber ich fühle mich ein wenig so ein Model. Die erste Location auf unserem Trip, das ist jetzt nicht wirklich ein Secret Spot, aber es gibt da den einen Trail, der so in der World Rider Szene als ziemliche Challenge gilt und deswegen wollten wir uns den mal anschauen. Attention. So full of aggression. So full of aggression. Not paying attention. You got me losing connection. I'm in a temporary home. So full of aggression. Not paying attention. You got me losing connection. I'm in a temporary home. La 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 la. I'm in a temporary. I'm in a temporary. The rush is all too much and it's killing your imagination. Not paying attention. So full of aggression. So full of aggression. Not paying attention. You got me losing connection. Trail war steil, technisch, geröllig, ausgesetzt und immer mit einem super schönen Blick auf den See. Und genauso wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Die nächsten Tage waren wir dann ein bisschen mit unserem Kumpel, dem Basti, vom Lightwheel Dash Center unterwegs. Der hat uns ein paar ziemlich coole Spots und Trails gezeigt.
And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No, no, no. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Got up this morning. I grab my bag and take my phone, shut the door and walk into the light. Oh yeah. Suddenly my phone is ringing. I can hear my boss shouting at me. You know what? He wants me to hurry. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Now that I'm hearing all these wonderful songs in my head, I'm singing and dancing, I love it. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No, no, no. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Mir hat dann allerdings ein bisschen die Sommergrippe erwischt und das ist nach ein paar Tagen nicht besser geworden. Deswegen haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, dass wir unseren Trip ein bisschen unterbrechen müssen und dass wir gescheiter nach Hause fahren, ein paar Tage zum Auskurieren. Nachdem ich dann wieder fit war, bin ich zu zwei Bekannten in Frankreich gefahren. Die waren gerade vor mir ihre Lieblingsspots unterwegs und die wollten mir ein bisschen was zeigen. Gleich der erste Tag war ziemlich ein Highlight und hat mir gedacht, ja cool, jetzt geht unser Trip endlich so richtig los, dass wir neue Trails und neue Locations auschecken. Und ja, offensichtlich war ich mit dem Kopf dann nicht mehr ganz bei der Sache und schon Vorfreude auf die nächsten Tage.
weil jedenfalls ich war dann einen Moment ein bisschen unkonzentriert. Und ja, und schon bin ich auf der Nase gelegen. Are you okay? Beziehungsweise gelegen bin ich eher auf meinen Zeigefinger, Schrägstrich Bremsfinger. Ich hab mir einfach nur gedacht, das gibt's ja nicht. Wie blöd habe ich mich jetzt schon wieder angestellt? Weil so viel Pech oder Blödheit, je nachdem, wie man es nennen will, kann man ja gar nicht haben auf einen Trip, oder? Also vorher war ich krank, jetzt bin ich verletzt. Ja, ich habe dann Michi angerufen und gesagt, bei mir schaut es ein bisschen schlecht aus mit Radl von den nächsten Tagen. Der Plan war nämlich von Anfang an, dass der Michi dann nachkommt. Also ich habe noch sein Radl im Auto gehabt. Michi hat gesagt, ja, ich soll jetzt nicht lang rumjammern. Und ich brauche einfach ein bisschen Druck. Deswegen sitzt er sich am nächsten Tag in Zug und kommt nach. Die nächsten Tage waren einfach unglaublich lässig. Wir sind extrem coole Trails gefahren, wir haben super gut gegessen und auch die ganzen Leute, die wir unterwegs getroffen haben, waren einfach der Wahnsinn. Sogar Gipfelschnapsal haben wir gekriegt einmal. Wir haben am Ende jetzt vielleicht nicht den coolsten Trail in die Alpen gefunden, aber ich habe vor allem eins gelernt unterwegs. Und zwar, bei dem Trip habe ich mir jetzt 3 Wochen freigeschaufelt, ohne irgendwelche Termine, einfach weil ich einen coolen Trip machen wollte. Im Endeffekt ist einfach alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Und deswegen, für mich ziehe ich so raus, dass ich einfach nicht immer so stur meine Ziele nachlaufen soll,
sondern dass ich das einfach ein bisschen entspannter sehen muss, wenn es mir nicht so nach Plan läuft und dann trotzdem immer alles gut ausgeht und vielleicht sogar noch lässiger wird, wie man das eigentlich vorgestellt hätte.